Gut. Ich habe vergessen, was jetzt alles passiert ist. Wir haben mit den Jungs gesprochen, die waren ganz nett. Ich Vollidiot, hab die Aufnahme vergessen. Und dementsprechend ist ein bisschen was abhanden gekommen. Naja, wir haben Poseidon bekommen. Wir haben mit den Jungs gesprochen. Wir haben eine kleine Lichtshow gesehen, war ganz lustig. Ja. Kann man mal machen. So, ich bin mal am Überlegen. Bin echt am Überlegen, vielleicht auf den Stream auf Twitch zu verlegen. So, hier gibt's ein Lager. Kann ich auch irgendwo offiziell rein? Ich will jetzt nicht zwischen den... Jetzt ist sie in der Wildnis, ganz allein. Wer weiß, was sie da draußen alles töten könnte. Jemand ist weggerannt? Ihren Namen weiß ich nicht. War sehr still. Weiß nicht, ob sie schüchtern oder verängstigt war. Sie wollte nur nicht, dass man ihren Sachen zu nahe kommt. Das ist sicher. Ich war nur neugierig, mehr nicht. Sie hätte mich nicht schlagen müssen. Dein Glaskinn ist nicht das Problem, Mann. Das Mädchen ist es. Ganz allein im Busch. Und das ist Tenat-Gebiet. Wohin ist sie gegangen? Westlich den Hügel rauf. Finde sie, wenn du kannst. Mache ich. Aber pass auf, sie ist echt unentspannt. So, Sekunde. Ich freue mich schon auf die nächste Schicht mit deinem räudigen Hintern. Die Leute können dich hören, weißt du? Die Retterin soll auf Langhälse klettern. Das will ich auch mal probieren. Der längste Wachdienst der Welt. Oh, warum muss ich das dann immer wieder neu machen? Da bist du ja. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ich switch jetzt auf Twitch zurück. Weil jetzt doch relativ länger nichts mehr los war. Schon mal beim Schnitt. Das soll ein unvergesslicher Anblick sein. Na komm.
So, entschuldigt. Für mich ist es halt immer einfacher, einen Aufnahmestream zu machen, als eine komplette Aufnahme, weil man zwischendurch dann halt doch die ein oder andere... Das will ich auch mal probieren. Die Leute können dich hören, weißt du? Ich freue mich schon auf die nächste Schicht mit deinem räudigen Hintern. Der längste Wachdienst der Welt. Warte mal, Statistiken will ich doch nicht haben. Ich will einen Aktivitätsfeed haben. Den will ich hier drin haben. Dann mache ich das ein bisschen kleiner. Wunderbar. So. Wieder ein Prime. Danke dir. Hat's doch erst vor 13 Tagen. Aber okay. Und schön, dass du da bist. So, ja, alles klar. Willkommen. Übersicht. Ich meine, Cookies zurückgestellt? Eigentlich habe ich doch alles. Der längste Wachdienst der Welt. So ist es doch wieder, so wie ich es gerne habe. Irgendwas wurde da geändert. Egal. Gucken wir mal so. Bim, bim. So, wunderbar. Gut. Prime hat sich gestern gemeldet. Ja gut, kann sein. Ne? Also ich weiß nicht. Auf jeden Fall schön, dass du da bist. Und dann wollen wir natürlich jetzt hier auch mal weitermachen. Ich habe jetzt keinen Chat oder so eingerichtet, weil ich ja im Aufnahmestream immer noch im Aufnahmestream bin. Für verschiedene Spiele. Ich habe nämlich gemerkt, es sind so viele Spiele jetzt dazu gekommen. Ich habe mir jetzt The Last of Us Part 2 geholt. Dann habe ich mir noch Assassin's Creed Valhalla geholt. Das habe ich mir geholt, weil ich wollte eigentlich mal spielen, aber irgendwie habe ich halt keine Lust, irgendwie gerade PC-Spiele zu spielen. Weil es mit der Capture Card in der PlayStation einfach perfekt besser läuft. Dementsprechend. Ja, Assassin's Creed Valhalla, Pokémon Karmazin und Last of Us Part 3 habe ich mir geholt. Also, ja. Dann bin ich nochmal durchgelaufen, weil ja Black Friday ist. Da gibt es ein paar Spiele für einen Zehner. Habe ich mir gedacht, jo, könntest du eigentlich nochmal. Ein Huni für ein paar Games ausgeben, aber irgendwie. Hielt sich das in Grenzen. So, Sekunde. Justin kann heute nicht. Ich freue mich schon auf die nächste Schicht mit deinem räudigen Hintern. Die Leute können dich hören, weißt du? Hey, dementsprechend, ja, müssen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall danke dir fürs Abo. Jetzt will ich nochmal hier gucken. Hast du dich verlaufen? Stahl und Funke. Wenn du nicht die Nadel im Heuhaufen bist... Wie bitte? Heiliger Hammer. Ich kenne dich. Du bist diese Nora. Haha, die Retterin. Meine Retterin. Genau zur rechten Zeit. Ich bin Porguf Stöbermann, Chefstöberer und Leiter von Porgufs Expeditionen und Lieferant feinster. Ja, ich habe jetzt... Schön, dass es jetzt kam. Aber danke dir. Genau. Tod und Verzweiflung, meine Stahlflammenfreundin. Diese großartige Expedition hier erlitt einen kleinen Rückschlag. Nicht weit von hier ist ein geheimer Tunnel. Ein Durchgang der Alten. Verloren und wiedergefunden. Ich und die Hälfte des Trupps gingen voran. Die andere Hälfte sollte unmittelbar danach kommen. Tage später kam nur ein einziger Mann. Zitternd wie ein Frosch im Eiswasser. Er sagte uns nur, dass Tod und Dunkelheit sie verfolgten, als der Tunnel einstürzte. Er starb mit schreckensweiten Augen. Ich war auf der Ostseite des Tunnels. Der Weg war von Geröll blockiert. Da lag auch ein Toter. Einer deiner Stöberer, schätze ich. Aber keine Spur vom Rest des Trupps. Könntest du bitte leise reden? Der Rest des Trupps hat schon Angst. Sie weigern sich weiter zu stöbern, bis sie gut. Einen Weg herausgefunden haben. Gut, mal ganz kurz was überlegen. Du hast den halben Trupp verloren und sorgst dich um die Grabung. Ihr Opfer muss sich doch auch gelohnt haben, oder? Außerdem, jetzt da du da bist, sind unsere Tage als Gestrandete vielleicht gezählt. Hilf mir, den Tunnel wieder zu öffnen und ich beteilige dich. Ich muss mal gucken, was ich halt heute alles aufnehme und also aufnehmen möchte. Eigentlich, ja, wie gesagt, haben wir ja nur Horizon und Ghost of Tsushima. Stream haben wir noch Ragnarok und Karmazin und ach,
Hena, etc., etc. Mal sehen, was ich tun kann für den Tunnel. Ja. Meine Retterin. Mal gucken. Morgen werde ich nicht streamen können oder so. Nicht deine Grabung. Ist doch das Gleiche. Ist er das, da drüben? Weil wir morgen ins Kino gehen und morgen kommt dann Jan und Daniel nochmal vorbei. Wenn du schon dort bist, könntest du nach meiner Kassette suchen? Der zweite Trupp sollte den Rest der Vorräte und das Gepäck mitbringen. Ich würde sie nur ungern verlieren. Meine Mutter hat sie handgeschnitzt. Ich bringe sie mit, wenn ich sie finde. Ich danke dir. Ja, naja, auf jeden Fall hatten sie halt nichts Besonderes oder nichts Gutes da. Auch die Switch-Spiele waren im Black Friday nicht im Angebot. Sonst hätte ich natürlich gerne was mitgenommen. Aber da muss ich halt sagen, das war leider nicht der Fall. Ja gut, kann ich mir einen 100er sparen. Talana, gut, dass du es geschafft hast. Dank des Geheimgangs durch deine Basis. War ein toller Anblick. Ein Geheimgang? Lass das nicht die anderen hören. Sonst rennen euch eine Menge außer Rand die Türen ein. Und du bist? Das ist Ragel. Er ist Späher der Karawane. Er sagt, Amadis war hier. Er stieß zur Expedition unmittelbar, bevor wir durch den Tunnel gingen. Müssen wir mal gucken. Und ich darf halt echt nicht vergessen, die Aufnahme rechtzeitig zu starten. Weil immer wenn diese... Amadis wollte, dass ich nach einem Ort namens Fäulnis frage. Wenn ich die aufgebe oder beende, dann vergesse ich immer, die wieder zu starten. Weit im Westen, in der Nähe von Dornmarsch. Der Hauptstadt des Teams. Ich meine, ich könnte es auch alles am Stück aufnehmen und könnte dann dementsprechend immer ganz allein das stückitieren. Er war fest entschlossen. Danke, Ragut. Sehr hilfreich. Ich hoffe, ihr findet ihn. Okay, ich gehe nach Dornmarsch. Triff mich dort. Moment. Was? Um diesen Kerl zu finden, bist du bereit, das Tenak-Gebiet zu durchqueren? Ohne zu zögern? Na klar, er ist allein im verbotenen Westen. Ich bin besorgt um ihn. Ich glaube, es ist mehr als das. Wir treffen uns bei der Tiefland-Hauptstadt. Aber dann sagst du mir, wer Amadis wirklich ist. Gut, ich tauche unter, nördlich des Dorfs. Wir sehen uns dort. Na dann. Zuge Talades nördlich vom Dunmarsch auf. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht das ist, was ich... Signalsuche. Ja, natürlich habe ich jetzt viele Sachen. Ich würde die am liebsten alle machen, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Ba-ba-ba-bam. Zweite Strophe. So will die leidenden Landgötter heilen und so. Ja, das ist Stufe 25. Gut, wir sind Stufe 30. Mein, komm schon. Zwei Fertigkeitspunkte. Wie weit ist denn das? Das ist doch begib dich zum Tunnel. Machen wir das erstmal. Ich will jetzt mal ein paar Fertigkeitspunkte sammeln. Und jetzt machen wir das jetzt einfach mal. Ohne jetzt großartig. Eingang, den Porgo erwähnt hat. Ich muss den vermissten Trupp finden und den Weg nach Osten freimachen. Ein Flugschreiber. Da sind Trümmer, aber keine Blockade oder Spur des vermissten Trupps. Vielleicht sind sie weiter hinten. Gucken wir mal. Machen wir erstmal. Müsste ich sprengen können. Ja, dann machen wir das mal. Ist doch kein Thema. Ja, blöde Frage, Kaya. Wie ist meine Annahme noch korrekt, dass sich die beiden Spiele nicht wirklich interessieren? Weil soweit ich weiß, war ja Horizon Forbidden West und Ghost of Tsushima nicht so deins. Hier drin lebt noch jemand. Also bist du echt. Ich dachte, ich träume. Was ist passiert? Ein Schrecken im Dunkeln. Sie! Grüß dich. Eine Maschine. Ich hab's nicht gesehen. Die
Karawane. Ich kann dich doch nicht alleine lassen. Ehrlich. Wir rannten schön. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich, eigentlich wollte ich die ganze Zeit schon The Last of Us Part 1 mal zocken. Das habe ich mir heute nochmal Part 2 geholt. Mit Kena, mit God of War, Ragnarok, Ghost of Tsushima, mit drei Spiele, die ich eigentlich streamen will. Horizon Forbidden West ist ja, wie gesagt, ein Let's Play-Projekt, was über YouTube läuft. Und irgendwie will ich, ich weiß nicht, es wird halt immer mehr Spiele. Und Pokémon Kamazin kam jetzt dazu. Ja. Da der Justin das noch nicht hat, wollte ich es heute auch noch nicht streamen, um ihn nicht zu spoilern. Ich habe übrigens auf leicht umgestellt, weil die Kämpfe hier dann teilweise doch ein bisschen auf... Ich habe das Gefühl, dass normal und schwer hier verwechselt wurden. Und dementsprechend, ich muss hier auch irgendwie mal vorankommen. Und dementsprechend, ja. Also es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie großartig hier so durchrushen will oder so. Aber ich habe aktuell einfach viel zu viel streamtechnisch und Let's Play oder aufnahmetechnisch zu viel zu tun, auf dass ich halt wirklich jetzt auf noch da versuchen suchen kann oder sollte Zeit zu verschwenden, indem ich jetzt spiele halt wirklich noch auf schwer oder so spiele. Ich hatte nämlich letztens in einer von den Aufnahmen, war das auch ganz interessant, beziehungsweise wo ich mich dann dazu entschieden hatte, die Schwierigkeitsstufe runterzusetzen. Das war auf normal und ich habe, glaube ich, fast eine komplette Stunde gebraucht, um eine Herde auseinanderzunehmen. Erledige die Maschinen. Okay. Elementarfässer mit normalen Pfeilen werden sie auslaufen. Ein Pfeil des gleichen Elements bringt sie zum Explodieren. Lohefass. Lass mich raten. Nee, Rauchbombe nicht. Ich würde gerne Steine hier reinsetzen. Mal gucken. Ich weiß. Ist auch der Grund, warum ich hier so Stress machen will. Yeah. Ich habe nur das Gefühl, das bringt nicht so viel. Schon. Die Maschinen bekommen Verstärkung. Das war vielleicht eine dumme Idee. Fuck. Oh nein, ich kann... Was? Aua. Ja, natürlich. Weg mit dieser Sau. Thank you.
Ich mag diesen Skill von denen nicht. Der macht die halt einfach viel zu stark. Was habe ich denn alles für... Die Skillsysteme in diesem Spiel passt halt eigentlich nicht. Sag mal. Du Level. Ja, natürlich. Als mehr. So, jetzt kriegst du erstmal. Unglaublich. Sie sagte, eine Art Schreckling hätte sie angegriffen. Ich glaube, die Gräber waren es nicht. Also, ich würde sagen, die haben hier gut Probleme gehabt, genauso wie ich. Ich finde es halt schade, dass man diesen Dreierschuss nicht auf den Scharfschussbogen kriegen kann. Alte Skulptur. So, untersuche den Tunnel. Bin ich ja dran. Hier ist noch was. Ich will natürlich nichts vergessen, ne? Das ist klar. Vielleicht findet mein Fokus etwas, das ich übersehen habe. Ich bin doch noch nicht mal dran. Ich bin doch noch nicht mal so weit fertig, alles richtig zu looten. Jetzt mach mal langsam, Mädchen. Finden wir alles schon. So, jetzt haben wir doch was gefunden. Guck mal, was haben wir denn da? Psi, wie geht's dir? Heute noch nichts gegessen. Klingt, als käme es von weiter drin. Das hört sich nach Aua an. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das hörte sich doch nach großem Aua-Bohaua an. Ja, alles gut. Endlich Wochenende und selbst. PS, jetzt gleich gibt's leckeren Burger. Ich bin überlegen, gleich mal eine kleine... Steinbrecher. Er muss die Osterram auf dem Weg hindurch angegriffen haben. Ja, natürlich. Du kannst ja auch mitten im... Das klappt. Ich bin überlegen, auch jetzt mal für ein paar Minuten gleich mal zu gehen, weil ich bin ja eigentlich schon ein paar Stündchen dran. Nur auf YouTube war irgendwie heute nicht ganz so viel los. Generell habe ich das Gefühl, dass auf YouTube nichts im Livestreaming mehr los ist. Ich glaube, ich brauche den hier. Ah.
Ja, man kann es übertreiben, finde ich. Ging eigentlich, also im Normal hätte ich echt Probleme. Finde ich aber echt krass, dass zwischen einfach und leicht und normal, was ich ja eigentlich... man muss halt bedenken, ich habe halt den ersten Teil auf super schwer gestellt und hier habe ich halt, komme ich gerade so mit leicht halt gut voran. Finde ich ein bisschen schwierig. Ja, bin immer überlegen, eine kurze Pause zu machen. Mir vielleicht dann doch einen Döner oder so zu holen. Irgendwas. Ich habe nämlich auch gerade voll Hunger. Das Einzige, was ich gegessen habe, war ein paar Chips. Im Burger-Stil natürlich. Und ein bisschen Toffifee. Geier Gabelbein. Das ist doch das, was ich für das ein oder andere gebraucht habe. Müssen die Vorräte sein, die der zweite Trupp bringen sollte. Horguff meinte, seine Kassette müsste darunter sein. Wollen wir mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch ein Burger-Menü oder so. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. Wie gesagt, das Schöne ist, das ist ja jetzt nicht so storymäßig, ist es ja eigentlich nichts. Aber die Fähigkeitspunkte hätte ich dann doch schon gern, weil irgendwann will ich ja doch mal den gesamten Kram mal durchhaben. Ich glaube, ich hätte hier wesentlich mehr mit meiner Umgebung arbeiten sollen, aber... Frau Duffs Kassette. Ich sollte sie zu ihm bringen. Super. Okay, ich habe wahrscheinlich jetzt hier eine wesentlich größere Hitbox. Und beim letzten Mal muss ich halt echt gefühlt alles. Die Wand ist wohl beim Angriff des Steinbrechers eingestürzt. Und hat die Osseram in der Schlucht eingesperrt. Der Rest muss in den westlichen Tunnel gerannt sein, um zur anderen Seite zu kommen. Das sind Lohefässer. Müsste jetzt frei sein. Horguff sollte das erfahren. So, ich mache jetzt erstmal hier meine Munition wieder voll. Die Schredderer sind jetzt auch nicht so geil. Ich finde es halt schade, dass sie so viele Sachen hier genervt haben in dem Nachfolger. Weil einfach mal so richtig schön Damage machen. Oh, das sieht grafisch so geil aus. Übrigens ist das die PS5-Version, die habe ich so krass. Jetzt kann ich mich ungehinderter bewegen. Na komm, Kleiner. Komm, kleiner Kai, komm jetzt zu mir. Ein Pfeil schieß ich dir. Aua. Was eine große Klappe der coole Mann hat. Oh, guck mal, der fühlt sich wohl.
So. Aua! Ja, wenn die eigene Leiche, ne, im Weg liegt, ne? Normal wäre schon so tot. Woher kommen die denn alle? Das ist ja unglaublich. Ich habe nur zwei Nilpferde gesehen. Auf einmal sind da zwei dazu. Komm. Erstmal in den Arsch. Und ins Auge. Gut. Was ist das für ein Känguru, ey? Man kann es übertreiben. Ja. Yeah. Mach Sitz, du Lümmel. Eloy, wo ziehst du dann hin? Yo, was ist... Willst du mich veräppeln? Ich habe das Gefühl, das Ding repariert irgendwas. Das ist ja grausam. Hier oben dieses Ding hat gefühlt alle geheilt. Reparaturkapsel, es war ja so klar. Ja, okay. So, jetzt will ich aber gleich nochmal Stoppi machen in der Aufnahme. Saugturbine. Mal voll machen. Kann ich jetzt endlich mal die dicken Kais hier looten? Wunderbar. Noch ein paar Pflänzchen mitnehmen. Ich muss nach da oben. Da oben. So, super. Ich habe mal in die Konsolenaufnahme Dingsbums, weil da nämlich
Sieht schon geil aus, ne? So das Gefühl, so manchmal hat das Spiel doch schon Frame Drops. Denk mir so, warum? Hm? Hä? Lol. Ja, nicht einfach hinreisen. Tatsache, hätte ich mir die Mühe gar nicht machen müssen. Mal sehen, wenn wir alle Tage nehmen, die wir haben, aber die Ladebildschirme gut optimiert. Fahrenzulage drauflegen, die der Trupp bestimmt verlangen wird. Du bist zurück. Wie läuft's mit dem Tunnel? Hab den Rest des Trupps gefunden. Eine Person lebte noch, zumindest eine Zeit lang. Sie wurden auf dem Weg hindurch von einem Steinbrecher attackiert. Entschuldigung. Die Armen. Das Stöbererleben kann schnell enden. Doch das ist einer der schlimmsten Arten. Tja, den Steinbrecher habe ich erledigt. Der Weg ist wieder frei. Haha, ich wusste, du schaffst es. Und, du hast nicht vielleicht meine Kassette gefunden, oder? Hier ist sie. Licht im Dunkel. Gibt's etwas, das du nicht kannst? Also still. Das war so klar. Hat die ein Tattoo auf dem Bauch? Aber warum? Hier, dein versprochener Lohn. Nach Beseitigung der Gefahr lasse ich den Tunnel abstützen und aufräumen. Nee, ist nur eine Malo. Ist nur gemalt. Und bring die Expedition richtig in Schwung. Ha! Vorwärts zur Grabung! Mhm. Schon wieder ein Gerücht. Der hat mir eben schon eins erzählt. Tenak bekämpfen einander dieser Tage erbittert. Einige von ihnen können Maschinen zähmen. Vor denen muss man sich in Acht nehmen. Sie errichten Außenposten in dieser Gegend. Einige haben sich südwestlich am Rande der Wüste niedergelassen. Sie haben sich sogar im Süden niedergelassen. Da schläft man gleich viel ruhiger. Halte dich einfach von ihnen fern. Das kriegen wir hin. So, machen wir die Stoppi für die